Zusammenbraut, so lautet der Name des ersten Soloprogramms von Dirk Stermann. Mit diesem im Gepäck trat der Star-Kabarettist beim Schwechater Satire-Festival im Theaterforum auf und bescherte dem Publikum einen Kabarettabend mit viel Schmäh, Selbstironie und unzähligen Pointen. Geh, Christian, mach mal die Musik weg kurz, bitte. Christian, mach mal weg. Hat sie sich bei dir gemeldet schon? Was? Bei mir noch nicht. Du hast gar nicht so deppert Hochdeutsch reden. Dirk Stermanns Tochter heiratet und er richtet eine Riesenparty aus. Doch irgendwas geht schief und die fröhliche Feier wird zu einer schonungslosen Abrechnung mit den elterlichen Qualitäten des TV-Stars. Es ist die Brautrede auf der Hochzeit meiner Tochter, die ich halte. Problem ist, die Tochter ist nicht da, weil sie feiert woanders, wo ich gar nicht eingeladen bin. Und im Laufe des Abends wird auch klar, warum ich wahrscheinlich nicht eingeladen worden bin. Ein brennendes Klavier, ein gruseliger Babysitter, ein himmlisches Halleluja und die Wahrheit über den vermeintlich vorbildlichen ORF-Kollegen kommen ans Licht. Ich kann mich noch erinnern, als deine Mutter mich deiner Oma vorgestellt hat, ihrer Mutter, wie empört deine Oma gerufen hat, Atürk, wieso Atürk? Ich heiße Dirk. Ich weiß nicht, dass der Name nicht schön ist, aber ich heiße nun mal so. Dirk war in der Liste der beliebtesten Bubenvornamen letztes Jahr auf dem letzten Platz. Ich habe extra nochmal nachgeschlagen. 3 Plätze hinter Adolf. Es gibt ein Foto, wo ich mal die Frau vom Bundespräsidenten gespielt habe in einem Fernsehsketch. Und auf dem Foto liege ich mit dem Kopf auf so einer Glasscheibe. Darum sind da 2 Leute zu sehen. Das ist ein lustiges Foto und das hat mir der Fotograf geschickt nach Jahren zur Erinnerung und dann habe ich mir gedacht, das ist eine ganz gute Idee. Ich sah aus wie eine völlig durchgeknallte Braut und dann habe ich gefunden, dass Zusammenbraut ein ganz guter Titel ist und dann habe ich den Josef Hader getroffen und gesagt, wie machst du das immer? Und dann hat er gesagt, ich überlege mir eine Szenerie und dann schreibe ich eigentlich ein Theaterstück und dann habe ich es genauso gemacht. Dirk Stermanns erstes Soloprogramm ist gleichermaßen witzig und tiefgründig. Und am Ende bleibt er allein auf der Tanzfläche. Ich mag mich oft auf Fotos gar nicht so, aber da fand ich mir sehr gut. Ich sehe aus wie so eine Mischung aus Richard Gere und Tommy Gottschalk. Ich werde ja oft mit Tommy Gottschalk verwechselt, wirklich sehr oft. Auf der Straße in Wien kommen ständig Leute und sagen, Herr Gottschalk, kriege ich ein Autogramm? Gerne, alles Liebe dann Tommy, ist mir scheißegal. Ich habe jetzt die erste Halbzeit das Vergnügen gehabt zuzuschauen und das, was Dirk Stermann macht, das ist Satire und das wird dem Begriff Satire wirklich gerecht und das gefällt mir persönlich sehr gut. Wie gesagt, wir haben Ausflüge ins Kabarett, in die Komik, in die Clownerie, aber heute sehen wir Satire vom Feinsten. So schwer ist Klavierspielen auch nicht, was weiß ich hier. Cis-Dis-Gis, Sie haben sie gehört, oder? Cis-Dis-Gis, brauche ich nicht üben, kenne ich. Ich bin ein Cis-Mann, werde dafür gedisst und lebe von der Gis. Ich bin ein Fan von Stermann und Grissemann, schaue mir jede Woche die Sendung auch an von den beiden. Also ein Humor, den ich sehr gerne mag, ein schwarzer Humor, tiefgründig. Und ja, wer Dirk Stermann kennt, weiß das auch. Warum hast du eigentlich seinen Namen angenommen und nicht meinen behalten? Entschuldigung, ist das eine ernsthafte Frage? Ja. Ich habe nie Stermann geheißen. Ich habe Mamas Name. Immer schon. Ey, ich weiß. Natürlich. Ach, weißt du, ich bin gerade so wahnsinnig sentimental. Ich denke an die Zeit vor deiner Geburt, als deine Mutter und ich, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben stundenlang über unsere Kindheit gesprochen. Was sonst? Ihr wart 4, als ihr euch kennengelernt habt. Ja, trotzdem. Papa, ich mache jetzt Schluss. Nein, Kina, bitte komm her. Ich will mit dir tanzen. Der Brauttanz des Vaters. Die Braut und der Vater der Braut. Hm? Alles klar. Schönen Abend noch. Kina, bitte. Kina, komm. Kina? Dirk Stermann, geboren 1965 in Duisburg, lebt seit 1987 in Wien. Als einer der beliebtesten Kabarettisten und Fernsehmoderatoren Österreichs hat er sich auch in Deutschland einen Namen gemacht. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass ich Christoph Grissemann vermissen werde, mit dem ich 30 Jahre auf Bühnen schon stehe. Und das Schöne und Lustige ist, ich vermisse ihn überhaupt nicht. Es macht totalen Spaß, allein auf der Bühne zu sein. Hallo Kina.